Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Duke Nukem 3D. So, ich habe tatsächlich mal nachgeguckt, wo es hier weitergeht. War der nächste. Wir müssen nämlich hier über so einen Zaun drüber springen oder über so eine Wand. Und dahinter wäre dann die Karte oder beziehungsweise ein Mechanismus, glaube ich, um zur Karte zu gelangen. So, hier war es, genau. Muss man halt auch erstmal drauf kommen. So. Bam. Ja, genau, dann können wir nämlich jetzt hier das aufmachen. Und wieder zurück. Dumm-di-dumm-di-dumm. War das da hinten schon? Ich glaube, ja. Gab ja mehrere von den Dingern. Okay, das war's schon mal nicht. Dann geht's mal weiter nach unten. Hey, nicht da hoch, nach unten. Ich glaube, wir müssen nochmal ganz zurück, oder? Warte mal. Ja. Habe ich so den Eindruck, aber das geht ja zum Glück relativ fix hier, wenn wir da durchrushen. Da war auch noch nichts. Hier vielleicht. Ja, sieh mal einer an. Sehr schön. Oh. So, endlich gefunden. Blödes Drecksding. Können wir da auch mittlerweile auch gerade machen. Genau, können wir da jetzt auch wieder raus. Ich glaube, die hatte ich schon gesehen. Das scheint hier dann so ein, keine Ahnung, Aufbewahrungsding zu sein. Hui. So, dann gehen wir doch einfach nochmal. Und können dann endlich mal hier rein. Aua. Ich fange jetzt schon wieder an, Sachen zu laden, weil ich getroffen werde. Irgendwie nicht so schön, aber gut. Na. Okay. Ach, guck mal, da oben ist ein Schalter. Ja, ja, ist okay. Ach du Kacke. Whoop. Übel. Sieht mir das so ein Schrumpfding aus. Okay. Das kam jetzt unerwartet. Yep. Können wir jetzt da irgendwie hochhüpfen? Yep, können wir. Alles klar. Okay, es war wirklich so ein Schrumpfding hier. Und dann können wir dann wahrscheinlich da durch oder sollen da durch. Hui. Na dann komm, baller mal. Man dankt. Mhm. Sieht das auch nicht so nett aus. Ja, schon. Ach, in der kleinen Form halten die sogar mehr aus, oder wie ist das? So. Habt ihr jetzt davon? Hm. Ich glaube, hier will ich dann auch gerade nochmal abspeichern. Was haben wir hier? Was ist denn das? Kobashimaru? Okay, sind wir wieder am Anfang? Ne, wir haben es geschafft. Okay, gut.
Und immerhin alle Gegner mitgenommen. Sehr schön. Time to crash this party. Love, exciting and new. Hm, nett. Speichern wir direkt mal ab. So, dann ab nach oben. Mal schauen, was wir da Schönes haben. Gegner. Da oben scheint wieder einer rumzuhüpfen. Juhu. Eine Kreuzfahrt, die ist lustig. So, Shotgun. Vielen Dank dafür. Na, oder hat sie oben schon weggesprengt? Das kann natürlich auch sein. Na, guck mal. Da kickt jemand einen Ball durch die Gegend. Wahrscheinlich waren wir das. Juhu! Oh. So, da unten geht es ja auch ordentlich ab. Wie ich merke. Moment, das wollte ich eigentlich. So, wie sieht es jetzt aus? Ach, geht. Time to crash this party. So, die werden schon mal weg. Nein, 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 nein. Okay. Da können wir dann wohl erstmal nichts machen. Alles klar. Hm. Hi. Dachte mir gerade, Rekin wäre vielleicht nicht so die sinnvollste Waffe hier. Hm. Was heißt das? Wave Mistress, okay. Königin der Wellen. Ah ja, Ball. How do you like my jam? Ja. Müssen wir jetzt irgendwie da runter? Habe ich so den Eindruck? Da oben war doch was, oder? Ja. Einmal, zweimal. Ja. Oh. Kommst du da raus? Jawohl. Das hat funktioniert. Okay. Wie gesagt, Holoduke benutze ich ihn überhaupt nicht. So, heilen wir uns nochmal hoch. Hi. Kommst du denn auf einmal her? Können wir da irgendwas machen mit? Nö. Scheint mir nicht so. Hier aufgeräumt, aber das waren die, die wir da vom Pool aus gesehen haben. Alles klar. Da können wir auch nichts dran machen. Oh. Das wäre dann der. Aua. Aber gut, hier ist ja wieder Zeug.
Hast du ja am Bedienen? Tut mir leid. Irgendwas zum Klicken? Nö. Ja, die Eiswürfel. Irgendwie habe ich hier so meine Lieblingswaffen, mit denen ich dann doch etwas besser zurechtkomme. Shake it, baby. Au! Das war fies. Ja, wir heilen uns nochmal. Das sieht mir nach einem Lastenaufzug aus. Können wir auch nochmal speichern. Au. Puh. Gar nicht mal so nett, die Viecher hier. Der wäre weg. Der wäre weg. Okay, gut zu wissen. So, dann gehe ich mal gerade raus und das hat sich ja gelohnt. War auch ziemlich dumm. Machen wir es doch einfach mal so. Einmal. Zweimal. Heilen. So, mal gucken, ob wir hier vielleicht schon mal ein bisschen was wegräumen können. Und da unten vielleicht noch einer hin. Ja, na dann. Life's a bitch, and then you die. So, das wäre dann das. Dann mal ab nach unten. Das lief doch deutlich besser gerade. Freut mich. Ach du Kacke. Lea? Okay. Dann weiß ich jetzt schon mal Bescheid. Ja, gerade nochmal nach, wo ich die jetzt schon geschmissen hatte. Weg da bitte. So, wir haben ja glaube ich ja, so gut wie kein Medizeug mehr. Speichern wir das Ganze. Nehmen uns die Perle und ballern dann hier einfach mal Raketenwerfer drauf. Gut. War es das? Scheinbar. Da ist ja noch einer drin. Mhm. Ich frage mich, was das hier jetzt bringt. Ah, wir können hier runter. Okay, unser Schnorchel ist auch gleich weg. Das ist nicht so gut. Hab ja vorher, glaube ich, gespeichert, von daher
Wir haben aber sonst hier, glaube ich, nichts. Wir müssten halt hier durch. Hier ist halt auch zu. Hm. Das fährt den hoch. Ah, das macht das Gitter wahrscheinlich da unten auf. Hm. Trotzdem die Frage, wie bringt uns das jetzt weiter? Da muss ich hier noch irgendwas umstellen. Scheint nicht der Fall zu sein. Na gut, dann. Schauen wir halt mal. Ich habe keine Ahnung, was das hier jetzt gebracht hat, meine Lieben. Ist hier vielleicht noch irgendwas, was ich übersehen habe? Ein Schalter. Hier ist halt auch nichts. Hm. Na, wie gesagt, die Level werden echt immer verwirrender hier. Muss ich ja schon mal sagen. Ich gucke mir das mal gerade an. Wenn wir hier das Gitter nochmal zulassen würden. Ah gut, dann genau, kommen wir hier einfach nicht weiter. Wir kommen ja da auch nicht weiter, weil das Ding da oben noch zu ist. Hm. Was bringt das? Da oben kommen wir natürlich auch nicht weiter, weil kein Jetpack. Hier ist halt auch nichts. Komme ich hier eigentlich auch wieder irgendwie zurück? Ich glaube ja eher nicht. Nee, das heißt, wir müssen auf jeden Fall da weiter. Hm. Ungünstig. Ich bin mal wieder ratlos, wie eigentlich wirklich sehr oft. Also gerade in den Add-ons habe ich mit den Leveln ja doch deutliche Probleme. Dass ich dann. Ja gut, die sind halt auch immer fieser versteckt, die ganzen Sachen. Alles nicht mehr so offensichtlich wie noch am Anfang. Hm. Hier unten haben wir nichts mehr. Where is it? Abgesehen halt von ein paar Leichen. Hier kommen wir auch nicht mehr weiter. Wie gesagt, hier ist zu. Hier an der Seite gibt es auch nichts zum Mitnehmen. Okay. Alles klar. War doch relativ auffällig, das Ding. Nur, dass wir da draufballern müssten, da kam natürlich nicht drauf. So. Ah, Sandalen. Okay. Das ist übel.
Kann ich so einfach durchrennen? Ja. Kann ich. Muss ich halt timen. Das machen wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen an der Stelle. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.